Soll ich erzählen, was es heute gibt? Mhm. Also, wir machen es ganz unkompliziert. Wir werden dann von dem Huhn die Beine auslösen. Und wir machen heute Hähnchenhaut auf der einen Seite, paniert auf der anderen Seite, also ein Hähnchenschenkel der Zukunft quasi. Ne? So, ich werde jetzt auch nur die beiden Beine auslösen. Einfach abklappen, abschneiden. Der Rest, wie gesagt, kann ein Frikassee werden oder auslösen. Hähnchenbrust, geschnetzeltes, ganz viele Möglichkeiten. Innenseite. Und hier haben wir quasi das Huhn, die Keule. Und das Fleisch ist ja extrem saftig, weil es mehr Bindegewebe hat als so eine Brust. Und deswegen bietet es sich an. Das ist es auch noch ein relativ kleines Huhn. Also mit etwas größeren Hühnern würde das noch besser funktionieren. Das sollte relativ gerade sein, damit es auch gleichmäßig brät. So, zwei Eier. Paniert schmeckt ja alles besser, egal ob Käse oder Huhn. Oder Pilze. Das war unser gutes altes Sahnisal, genau. Wichtig ist, dass es schön vermöllert ist, aus dem einfachen Grund, wenn das nur mit der Gabel kurz, dann hat man solche schlotzige Sachen zum Panieren und dann gibt es keine schöne Hülle. Und jetzt ganz klassischer Ablauf beim Panieren. Die Haut bleibt sauber. Es ist ganz, ganz simpel. Aber es ist ja fast immer so, also ganz oft zumindest, die ganz einfachen Dinge, die hauen voll durch. So, wir lassen das kurz ziehen, dass es bleibt. Jetzt schneiden wir noch ganz kurz das Gemüse. So, einmal die roten Zwiebeln. Sieht einfach schön aus. Man könnte auch Porree nehmen, aber ich habe die kleinen Zwiebeln gefunden auf dem Markt. Lässt sich ein bisschen blöd schneiden mit dem Handschuh. Aber was hat wohl ein Rechtshänder an der linken Hand? Eine Schnittwunde. Dann haben wir die Maronen, dann haben wir einen Birkenpilz. Upp. Und einen Champignon nehmen wir noch. So, dann haben wir das auch. Die Zwiebeln zuerst. Dann eine gelbe Möhre. Eine Fenchelknolle nehmen wir, also ein Stück davon. So, und die Gemüse sind unterschiedlich in der Konsistenz, aber durch die etwas andere Schnittform hat es ungefähr die gleiche Garzeit. Und hier haben wir noch einen kleinen Kürbis. Das ist ein Hokkaido-Kürbis, ich liebe die Dinger. Der ist aus Pillnitz, aus dem Hofladen. Und die kann man halt herrlich auch zum Füllen nehmen, theoretisch diese Größe. So, fertig. Und jetzt müssen wir nacheinander quasi, weil wir nur eine Platte haben, das so managen, damit hinten alles heiß ist. Kriegen wir aber hin. Kartoffel hält ja eine Weile heiß. Gekocht sind die schon. Wir geben jetzt noch mal ganz kurz Gas. Etwas Butter. Wichtig, weil geht gar nicht anders. Etwas Salz. So, dann warten wir kurz, dass die Butter zerlaufen ist. Dann ist das heiß. Anschließend werden wir ganz kurz das Gemüse schon mal dünsten. Auch hier ein kleiner Schluck Butter. So, es ist warm. Dasselbe machen wir mit dem Gemüse und dann können wir final nochmal alles kurz über die Platte ziehen und ganz final anrichten, anrichten, anrichten und haben ein sehr heißes Essen, frisch zubereitet. Und von wegen, ich habe keine Zeit, ich kann nicht kochen, ne? Wir müssen Pizza bestellen. Ist cool, ne? Aber es ist so wichtig, ne? Gut zu essen, gesund zu essen, es macht ja wirklich Spaß, ne? Also dieser Moment, der Geruch, wenn Butter in der Pfanne zerläuft, ne? Also der macht mich ja schon happy. So, auch etwas Salz und bei Gemüse Trick 17 etwas Zucker. So, wichtig ist auch, das in der Butter erstmal anzubraten, ohne dass es Farbe nimmt, damit einfach das Aroma sich entfalten kann. Ich kann es schlecht beschreiben, es ist einfach, man sieht es ja, man riecht es ja. Das geht nicht anders. So, wenn es anfängt Farbe zu nehmen, man hört das jetzt auch gleich, dann ablöschen, Deckel drauf,
Und dann dauert es 2-3 Minuten, dann ist es schon fertig. So, und da wir ja nur eine Platte haben, lassen wir es jetzt ziehen, weil wenn es jetzt warm steht, zieht es ja noch etwas nach. In der Zeit können wir jetzt die Pilzsoße machen. Oh, bin ich wieder aufgeregt. In der Zeit, ich will den Stampf nämlich dann durch Kresse ziehen, weil einfach, weil das Grün und Kresse, es ist immer extrem gesund. Normale Gartenkresse und Radieschenkresse. Man hört es schon. Derselbe Effekt wie gerade eben. Und alle, die jetzt denken, da ist ja relativ viel Butter drin. Ja, es ist Energie, es ist gute Energie und dann habe ich auch wieder genug für eine Weile. Ich habe dann also nie Hunger, weil ich jetzt irgend so einen trockenen, zuckerreichen Burger gegessen habe. Der hat viel mehr Kalorien als so ein bisschen Gemüse oder Pizza, aber er macht nicht satt. Und aus dem Essen bin ich wirklich gesättigt eine Weile. Und ich bin glücklich. So, die Pilze nehmen relativ viel Butter auch auf. Und auch hier wieder das Aroma knallt einfach nur. Die Besonderheit, wir nehmen hier Salz und etwas gemahlenen Kümmel. Die Körner, die mag nicht jeder, die klemmen im Zahn, in den dritten, in den vierten, keine Ahnung, wer sowas im Gesicht hat. Aber Kümmel ist einfach lecker. Geht auch Schnaps hinterher. So, und auch hier wieder, bevor es richtig anfängt Farbe zu nehmen, wird abgelöscht. Kleiner Schluck Sahne. So, mehr brauchen die Pilze eigentlich auch schon gar nicht. Steht bereit. Jetzt kommt der Gag mit dem Hähnchenbein. Da muss etwas mehr Fett in die Pfanne, weil es wird ja paniert, aber das ist hinterher noch wieder da. So, ich hatte eine Pinzette. Wer es fantasiert, kann sich es bereits vorstellen. So, der große Test. So, bei mittlerer Hitze langsam braten. Die sind jetzt sehr dünn. Wenn man große Hühnerkeulen nimmt, ist es relativ dick. Da muss man langsam braten, damit es auch wirklich durch ist. Ne? Weil Hähnchenbein, es kann saftig sein, ne? Es muss nicht tot sein, aber es sollte schon weitestgehend gar sein. Naja, jetzt haben wir die Minute, wo wir mal Tisch decken könnten oder was trinken könnten. Möchtest du was trinken? Schade. Es ist fast um 11. Und man riecht schon, Hühnerhaut ist ja was Leckeres. Ich weiß nicht, als Kind war mir das Problem, oder wenn wir jetzt hier Gänse schieben wieder ohne Ende und dann die Haut, die übrig ist, boah, muss ich mal aufpassen, dass ich ausreichend trinke dazu. So, wir können schon einmal umdrehen, wir drehen es dann nochmal zurück. Also damit schon mal der Eindruck auftaucht, ne, wird schon langsam. Jetzt braten wir die andere Seite kurz und dann wieder auf der Hautseite weiterbraten, dass die Haut eben richtig knusprig wird. So, und die können wir auch leicht salzen. So, können wir schon mal die Kartoffeln stampfen. Man kann die natürlich auch durch die Presse schicken, aber ich liebe es, wenn da so ein paar Stücke drin sind. Kartoffel und Butter. Ein bisschen Salz, ein Traum. So, und das war's schon. Das heißt, wir können jetzt schon Stück für Stück, wie es warm wird, anrichten. Da wir zwei kleine Schnitzel haben, machen wir auch zwei kleine Bobble. Eins, zwei. So, dann haben wir das Gemüse. Da haben wir ja gesagt, wir werfen auch ein paar Sprossen mit rein. Die wirklich nur ganz zum Schluss. Ja, dass die wirklich nur warm werden. So, und natürlich dann das Finale. Da brauchen wir ein paar Momente, die schön sind. Und hier haben wir den Fenchel, dass alles auch sichtbar ist, was wir verarbeitet haben. So, die Sahne ist eingekocht. Damit ist automatisch Bindung. Wir sparen also Mehl. Und es ist quasi keine richtige Pilzsoße. Es ist fast eine Pilzragout, könnte man es nennen. Und jetzt haben wir die Schnitzel wieder. Nochmal Vollgas. Die eine Seite ist schon. Man hört, ne, das ist zu laut. Das Braten ist noch lauter.
Die kleinen Freuden im Leben. Und dauert 10 Minuten. Ein bisschen Einkauf, ein bisschen vorbereiten. Aber man muss ja eh raus zum Spazieren gehen. Da kann man vom Rückweg noch einen Huhn mitbringen. So. Das ist jetzt die Phase, wo die Gäste an den Tisch getrommelt werden, die Getränke geholt werden, die Handys ausgeschaltet werden, der Wein eingeschenkt wird, nochmal Hände gewaschen wird. Ne? Weil nichts ist schlimmer, wenn das Essen auf dem Tisch steht. Bei meinem Vater war das immer so. Bist du fertig? Ne? Dann steht der auf und sagt, wer möchte denn was trinken? Wäre ich total blöd. Ja, da gibst du dir Mühe und dann gucken alle zu, wie das Essen kalt wird. Nur weil es keine Getränke gibt. Schlimm. So, und jetzt machen wir aus. Wichtig ist bei panierten Sachen, abtropfen noch mal ganz kurz das überschüssige Fett. Und wir haben jetzt hier, man hätte natürlich ein frisches nehmen können, einmal, das wird zu viel, ich halbiere das einfach. Ah, ja, dieses Geräusch, ne? So, und wir haben einmal die panierte Seite und wir haben einmal die Hautseite. Und man sieht es ja aus der Nähe, wie saftig das Fleisch noch ist. Und für alle, ich mag es nicht blutig. Das Blut geht beim Schlachten weg. Ne? Auch ein Rindfleisch ist niemals blutig. Es ist saftig, aber niemals blutig. So, und jetzt nochmal für die Zeitlupe. Oh. Und dann dieses Geräusch, dieser Moment, so unfassbar. Ich habe heiß, ne? Komm aber fein. Geht in die Beine. So, das war jetzt mein Einplattengericht. Ein paniertes Hähnchenbein mit Mischgemüse und Kartoffelbrei. Klingt also total harmlos. Ich finde aber, Genuss und Zeitaufwand steht hier absolut im Verhältnis. Das heißt, ich habe keinen großen Schnickschnack und habe dennoch in ein paar Minuten ein hochwertiges, buntes, ansprechendes, knuspriges Essen, was auch für Kinder taugt, weil man muss die einfach nur erpressen. Wenn du das Gemüse gegessen hast, kriegst du noch ein zweites Schnitzel. Und mit Schnitzel kriegt man Kinder ja immer. Und das Verrückte bei dem ist ja, man hat knusprige Haut und man hat paniert. Also, ich finde das echt klasse, ne? Und wünsche viel Spaß beim Nachkochen. Und wenn doch zu viel Aufwand und so weiter und nicht mal die eine Platte da ist, ich habe ein Restaurant, ihr könnt auch hier essen kommen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de